Asthma ist eine chronische Entzündungsreaktion der Lunge und das hat man einfach lange nicht gewusst. Über viele Jahrzehnte hat man immer nur das eine Symptom, Atemnot, behandelt. Das Hauptproblem ist aber die Entzündungsreaktion in der Lunge, die dann erst zu phasenweiser Atemnot führt, also Verengung der Bronchialmuskulatur. Sie führt zu einer übermäßigen Schleimproduktion und das Wichtigste, die chronische Entzündung führt dazu, dass sich die Lungenfunktion über die Jahre dauerhaft verschlechtern kann. Das heißt, es kommt zu einem Umbauprozess in der Lunge, die Lungenfunktion wird schlecht und man kann es dann mit Medikamenten auch nicht mehr rückgängig machen. Das bedeutet, man darf nicht immer nur das eine Symptom Atemnot behandeln, sondern man muss die chronische Entzündungsreaktion behandeln. Und das ideale Medikament dafür ist einfach Cortison zum Inhalieren. Sei es nun als Spray oder Pulverinhalator. Beide Möglichkeiten funktionieren. Das Wichtige ist, dass damit die Entzündungsreaktion reduziert wird. Und man muss keine Sorge haben vor den üblichen Cortison-Nebenwirkungen, die man so kennt. Also die Haut wird dünn, die Knochen werden brüchig, man schwemmt auf, nimmt Gewicht zu. All das kommt nur, wenn man Cortison in einer viel höheren Dosierung nimmt, über einen längeren Zeitraum. Das fängt an so bei 5 bis 10 Milligramm pro Tag als Tablette. Dann kann es zu solchen Nebenwirkungen kommen. Das Cortison in den Inhalern ist viel geringer dosiert. Da reden wir über Dosierungen so von 0,2 bis 0,4 Milligramm pro Tag. Das heißt, mindestens 10 bis 20 Mal weniger als die Dosen, die man braucht für Nebenwirkungen. Insofern kann das Cortison zum Inhalieren wirklich über Jahre und Jahrzehnte sicher eingesetzt werden. Das Einzige, worauf man achten muss, ist, dass man danach den Mund spült. Reste vom Cortison im Mund, die können mal zu Pilzinfektionen führen, die können auch mal zu Heiserkeit führen. Aber wenn man dran denkt, den Mund zu spülen oder wenn man danach was isst oder trinkt, dann hat man eigentlich auch die Gefahr gebannt. Und auch wichtig beim Cortison, man muss es regelmäßig nehmen. Cortison ist keine Akuttherapie. Das kann man nicht heute nehmen und morgen geht es mir besser. Nein, man muss das mindestens eine Woche angewandt haben, bis dann so langsam die Verbesserung einsetzt, aber dann ist die Wirksamkeit wirklich sehr, sehr gut.